So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde bei Mafia 3. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Voodoo-Laden von Cassandra und es gibt hier ein paar Dinge zu besprechen, wie es mit dem Hollow jetzt weitergeht, wie sich Cassandra vorstellt, was mit dem Hollow geschieht und was Lincoln sich fürs Hollow wünscht. Und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Deswegen gehe ich jetzt mal rein zu ihr und lasse die beiden mal miteinander quatschen. Ich wünsche euch ansonsten viel Spaß dabei bei der nächsten Runde. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch ruhig mal den einen oder anderen Kommentar. Du Seth tot. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Seth hat gekriegt, was er verdient. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakka umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Wir sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Erstens gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Dann das aktuelle Einkommen, da ändert sich jetzt erstmal nichts. Cassandra hat zwei Geschäfte im aktuellen Bezirk und kontrollierte Bezirke hat sie keine. So. Das heißt, so wie es ausschaut, weise ich jetzt gerade Cassandra den ersten Bezirk zu. Ich hatte ja gesagt, die ersten drei Bezirke sind fest vorgegeben, alles andere kann danach freie Schnauze vergeben werden. Von daher ziehen wir das jetzt einfach mal durch. Und man kann es gerade wieder schön sehen. Die Physics Engine spinnt nach wie vor ein bisschen. Wenn ihr euch das Kleid von der Cassandra anschaut, es zappelt nach wie vor wie blöde rum und liegt nicht einfach da, nur weil sie da sitzt und liest. Ach ja, was soll ich schon sagen? Bezirksübergabe. Du weist jetzt Cassandra diesen Bezirk zu. Jeder Unterboss will sein Einkommen verbessern, daher werden sie dir Waffen und Fahrzeugverbesserungen gefallen und ebenso die Dienste ihrer Verbündeten anbieten. So, und damit haben wir dann neue Aufgaben, optionale Aufträge, Story-Aufträge und so weiter. Das können wir uns jetzt mal, wenn das durchgelaufen ist, auf der Karte genauer ansehen. Einen Gefallen haben wir. Sonst, das ist doch nett. So, und da steht schon wieder meine Mühle. Gut. Dann schauen wir uns mal die Ziele an. Im Delray Hollow gibt es ein Story-Kapitel, das heißt Rede mit Donovan. Donovan hat ein paar weitere potenzielle Kandidaten zum Anwerben gefunden. Und wir haben hier ein Zusatzkapitel, das sind diese optionalen Aufträge. Alles cool mit uns, heißt das Thema. Cassandra und Emmanuel brauchen deine Hilfe, um Graslieferungen im Bayou vor der Dixie-Mafia zu beschützen. Rede mit Emmanuel. Emmanuel, Cassandras Lieutenant, sorgt für einen stetigen Grasnachschub in der Stadt.
Genau, das können wir uns eigentlich dann auch mal in Ruhe anschauen und uns dann überlegen, was wir machen. So, und womit fangen wir an? Ich würde sagen, ich fange mal damit an, dass wir das Geld erstmal in den Tresor bringen, damit wir nichts verlieren. Da dann Donovan in der Nähe ist. Ach so, das Ziel hat er nicht angenommen. Okay. Da Donovan dann da oben in der Nähe ist, können wir auch dann erst noch mit Donovan reden und dann die nächsten Schritte angehen. Vielleicht hört er ja gerade zu, den die Polizei einen gewalttätigen Agitator nennt. Moment, stimmt nicht ganz. Eigentlich nennt man ihn einen gewalttätigen. Ach so, hehe. Genau, wir kommen hier an dem Hotel vorbei, in dem Donovan haust. Die Neger brauchen eine feste Hand. Und man darf keine Angst haben, diese Hand, wenn nötig, auch zu erheben. Hä? Doch falsch abgebogen. Mist. Dieser Campman sein könnte und welche Motive er haben könnte und wie wir damit umgehen sollten, stellt keiner die offensichtliche Frage. Denn das. Das wäre damit gesichert. Geisterparkhelfer hat wieder zugeschlagen. So. Weil mir die Mühle hier so gut gefällt. Ich muss die Bullen rufen. Nehmen wir hier mal schnell Reis aus. Schaffen Sie eine Einheit hier rüber! Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Dabei legen wir hier mal das neue Ziel fest. Zur Donovan zu kommen. Ja, kann ich mich da durchschlagen, ohne dass ich gleich verhaftet werde? Schaut soweit ganz gut aus da. Komm, rutsch mal. Okay. Can you believe that? And if you see me out and about, just say hello. I might just buy you a whiskey. Dann schlage ich vor, wir hören uns mal an, was Donovan zu erzählen hat. Komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Ja, Point Verdun's Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Serl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar.
Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du willst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Sal hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Scaletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Sal bezahlen. Eins muss man Scaletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Sal seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Scaletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Scaletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Gut, also, das sind jetzt weitere Aufträge, die werden wir Schritt für Schritt abklappern. Die Story ist, ehrlich gesagt, wirklich interessant gestrickt. Du solltest Vito unterstützen, ehe Sal ihm Betonschuhe verpasst. Und wir werden einfach mal der Reihe nach alles abklappern. Dazu gehören natürlich auch die Nebenaufträge. So. Da gucken wir jetzt trotzdem nochmal rein. Da dürfte sich aber nicht viel geändert haben. Genau. Trotzdem schnappen wir uns jetzt hier mal einen Nebenauftrag. Und reden jetzt erstmal mit Emmanuel. Und da fällt mir gerade noch was ein, weil ich das auf der Karte gerade so schön sehe. Es macht auf Dauer doch mehr Sinn, als ich eigentlich ursprünglich erwartet hatte, hier diese Sicherungskästen zu knacken. Auch wenn es vielleicht mal etwas lästig erscheint, Sicherungen zu suchen und zu sammeln, auf Dauer lohnt sich's. Prioritäten setzen. Ich will nur eins, diese beschissenen Cajuns aus dem Holo raushalten. Mir egal was. Was denkst du dir eigentlich? Ich will... Ja, ich gehe schon wieder. Alles gut. Wollte nur meinen Playboy hier absahnen. Siehst du? Muss ich jetzt aber nochmal ausnutzen. Da hinten mal... Hier? Könnte hier sein. Und genau, die Adrenalinspritze abstauben. So. Was spricht jetzt noch die Karte? Ich habe hier jede Menge Sicherungen. Die kann ich bei Bedarf holen. Und könnte jetzt eigentlich mal hier diese blauen Punkte einsammeln. Kommunistische Propaganda, genau. Fangen wir doch damit mal an.
Ach, Menno. Des Kongresses verurteilt. Ford hatte gestern eine Sitzung des Senatsuntersuchungskomitees verlassen. Irgendwer hat die Wände in New Bordeaux mit kommunistischer Propaganda zugepflastert. Reiß alle Propaganda-Poster herunter, die du finden kannst. So, das war das eine blaue. Das ist das nächste blaue. Ach, das ist nochmal kommunistische Propaganda. Okay. Pass auf! Was soll das? Komm, stänker nicht rum. Zwei von zwei in Delray Hollow. So. Da haben wir noch hier so ein paar Gangstertypen. Dies lohnt sich, mit denen anzulegen. Ich habe keine Munition mehr. Nein, das lohnt sich definitiv so nicht. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Sag mir mal, was du hast. Geh sorgsam damit um. Ich schau jetzt ab. Bonjour. So. Schauen wir mal. Ist der wer? Hallo? Sowas nennt man eine zweite Chance. Und jetzt verpiss dich! Jetzt kracht's, Penner! Schutz suchen! Er geht nirgendwo mehr hin! Brauchst du was zum Aufwärmen? Heute stirbst du. Boah, lass uns die Scheiße hinter uns bringen. Nicht ganz die feine englische Art, aber ja. Fragt sich nur, was die hier treiben. Unbefugtes Gebiet, von wem, warum, weshalb, wieso? Wer weiß, was ich da jetzt gerade erwischt habe. So, und da vorne sehe ich... Ah, das ist doch nett. Ein Plattencover und eine Adrenalinspritze. Leck, was ist denn das? Hallo? Ey Leute, geht's noch? Was ist denn das für ein Grafiksalat?
glaube, bei euch hackt's. Ey, schaut euch den Scheiß an. Ich glaub's ja nicht. High and low down. Okay. Ey, sag mal, was haben die mit dir angestellt, Barbesitzer? Du zerlegst dich ja komplett. Ist ja gruselig. Okay. Entdeckt da gerade noch was? Ist noch eine Adrenalinspritze. Die nehme ich auch mit. Geh schon da rein. Gut. Oh, Verzeihung. Damit bin ich gesundheitlich wieder auf dem Damm. Und ich wollte jetzt eigentlich hier manuell reden. So, schaut euch den Krampf an. Wo das Ziel mich hinsetzt. Hahaha. Der Witz ist echt gut. Liebes Führungssystem. Ist hierher. Genau. Damit ist der Weg eigentlich schon viel sinnvoller. Trotzdem hier nochmal ab. Manometer, ey. Warum? Playboy da haben. Schöner Rücken kann auch entzücken. Lässt mich hier parken. Sehr interessant. Irgendwie will mir das nicht so recht gefallen, wo der mich hier hinführt. Ich suche mir einen anderen Platz. Dachte ich mir doch fast. Komme ich nämlich hier hinten raus, wo ursprünglich die Drogengeschäfte. Und in einem Seitengebäude finde ich dann nämlich hier hinten Emanuel. Hast du vor, was zu kaufen? Dann musst du mit Cassandra reden.
Sie meinte, du könntest Hilfe gebrauchen, vorausgesetzt du bist Emmanuel. Das hast du gesagt, Lincoln Clay. Wegen dem Gras. Habt ihr da einen fixen Ablauf? Wir fahren mit dem Boot ins Bayou, holen die Ballen und bringen sie her. Das Bayou kann recht gefährlich sein. Das ist Dixie-Mafia-Gebiet. Hast du Schiss vor den weißen Jungs frei? Haben sie deinen so betatscht, als du klein warst? Cassandra hat gar nicht erwähnt, dass du so ein charmanter Kollege bist. Das wird schon seinen Grund haben. Warst du in Haiti auch schon im Business? In meiner Heimat, da war ich ein Hugan. Ein Priester. Was weiß denn Priester vom Schmuggeln? Damals habe ich kein Gras geschmuggelt, Frey. Meine Ladung waren Flüchtlinge, Menschen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht, habe sie vor Duvalier gerettet. Aber davon hast du wahrscheinlich keine Ahnung. Haben wir zwar ein Problem miteinander? Cassandra sagt, wir sind Partner und dass zwischen uns alles cool ist. Ist das so? Kann ich noch nicht sagen. Ich auch nicht. Cassandra kann vielleicht vergessen, was du unserem Volk angetan hast, Frey. Aber ich niemals. Vielleicht hättest du besser in Haiti bleiben sollen. Denkst du vielleicht, dass ich freiwillig weg bin? Von zu Hause? Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Tun wir das nicht alle? Es sind immer noch einzelne Dixie-Mafiosi im Hollow. Kümmere dich um die Bande, wenn du Zeit hast. Diese Typen sollen verschwinden. Schwarzhandel. Transportaufträge sind eine Möglichkeit, das Einkommen deiner Lieutenants zu erhöhen, was für dich einen höheren Gewinnanteil bedeutet. Durch erfolgreiche Transportaufträge erhöhst du die Loyalität deiner Lieutenants und erfährst mehr über ihre Verbündeten. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinne erwirtschaften. Du kannst weiter Marcanos Organisation aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen, um deine Brieftasche etwas zu mästen. Im Bayou kommt gerade eine Lieferung Gras rein. Besorg dir ein Boot und bring sie her. So dann. Was haben wir jetzt? Outfits wechseln. Gehe zu einem Kleiderschrank und halte E gedrückt. Naja. Gott, vergiss nicht, was diese Wichser diesen Mord angetan haben, Mr. Clay. Und ich auch nicht. Gut. Was haben wir denn jetzt hier? Oben haben wir Point Verdun. Das ist die Ecke, wo ich Burke aufsammeln kann. Dann haben wir hier Vater James Ballard. Das ist das aktuelle Gebiet von Vito. Und schauen wir mal. Ah, genau. Da unten haben wir jetzt diesen Nebeneintrag, um das Gras einzusammeln. Lass mal hinsausen. Motherfucker, dieses Mal haben wir nur Gras im Kopf. Und wir fragen uns, wieso eine kleine Pflanze so einen Aufruhr verursachen kann, dass man sie sogar für illegal erklärt. Und was wollten die, die darauf gedrängt haben, dass Marihuana für illegal erklärt wird? New Bordeaux hat eine lange, stolze Tradition der Kultivierung eigener Laster. Wir haben schon Zigarren und Alkohol hergestellt. Da gab es diese Stadt noch gar nicht. Aber wenn die Regierung ihren Partei nicht kriegt, gibt es Ärger. Warum also legalisiert man das Zeug nicht oder hebt Steuern drauf? Oder geht es hier noch um was anderes? Einer könnte vielleicht was dazu sagen.
Es gibt in den USA insgesamt 100.000 Marihuana-Raucher. Meist Neger, Hispanos, Filipinos und Entertainer. Ihre satanische Musik, Jazz und Swing ist das Resultat ihres Marihuana-Konsums. Es bringt weiße Frauen dazu, sexuelle Beziehungen mit Negern, Entertainern und anderen zu suchen. Mr. Harry Anslinger. Ja, ja. Der Mann, der für das Verbot von Marihuana verantwortlich ist, hat das vor 30 Jahren gesagt. Er hat uns auch mit folgenden weisen Worten beschenkt. Cannabis lässt Neger glauben, Hallo. Also, dass das Cannabis-Verbot seinen Ursprung ausschließlich darin, dass diese Schweine farbige verteufeln. Überrascht das irgendeinen von euch da draußen? Hallo? Nicht mir. Hier gibt es Farbe. Bis ihr das registriert habt, bin ich schon längst weg. Erweitern wir den Radius mal ein bisschen. Seht euch das mal an. Bedeuten diese Gesetze, dass niemand, weder schwarz, weiß, braun noch blau, sich eine Joint anzündet? Eben nicht. Die Leute genießen das Zeug genau wie den Gin aus der Badewanne oder selbstgebrannten aus dem Bayou. Die Frage ist nur, wer landet dafür im Knast? Darum geht's doch hier, oder? Ich höre im ganzen Hollow ein einziges lautes Amen. Achso. Ich muss jetzt noch ein Stückchen weiter. Warm, verdammt. Manchmal kann man sich das so verschätzen, wie knapp man im Auto vorbeikommt oder nicht. Ach. Mach euch bereit, Jungs. Gleich wird's ungemütlich. Wo ist er hin? Jetzt komm ich das Tief hier. Beweg deinen Arsch. Mich hat's erwischt. Scheiße. Jetzt gib schon auf, Mac. Ja, die reinste Munitionsverschwendung. Halt, du willst doch gar nicht aufsteigen. Mit Q das Ganze einsammeln. Was?
Fahre zu einem Geschäft von Cassandra. Na dann. Jetzt kommt es halt darauf an, dass man das Gras heil nach Hause bringt. Weil jeglicher Unfall, der das Boot aufs Trockene setzt oder zerstört, klar, der lässt die Lieferung natürlich alt ausschauen. Dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes weg vom Fenster. So, damit ist es umgeladen in einen LKW. Jetzt müssen wir auch noch mit dem LKW hier das Ziel erreichen. Gönnen wir uns doch mal ein bisschen Spaß, hm? Was meint ihr? Warum's? Hier genauso funktioniert. Ja. Welche Zeuge, welche Bullen? Nix gibt's. Was bei so einem LKW allerdings ganz interessant ist, diese Dinger sind schier unzerstörbar. Wenn hier also irgendwo mal Stau ist, dann einfach diesen hier. Das stört den LKW überhaupt nicht. So. Und wieder die Abzweigung verpasst. Eieiei. Captain, wo hast denn du fahren gelernt, ha? Was ist denn das für ein oller Fahrstil? Geht ja gar nicht. So, damit ist die erste Graslieferung abgeschlossen. Schwarzhandel, du hast den Transportauftrag für deinen Unterboss abgeschlossen. Kümmere dich nun weiter um Markan und seine Geschäfte oder erledige erst weitere Transportaufträge, um die Geschäftseinnahmen deiner Unterbosse zu erhöhen.
Wenn du deinen Unterbossen mit Transportaufträgen hilfst, ihre Geschäfte zu erweitern, erhöhst du damit auch ihre Loyalität dir gegenüber. Außerdem können sie dann auch ihr Netz von Verbündeten erweitern und dir einen höheren Kickback auszahlen. Klingt doch gut. Noch ein optionaler Auftrag freigeschaltet. Kehre zu Emanuel zurück. Mach ich. Nicht mehr hierhin. Gut, du hast dich also in der Kirche verschanzt. Oder dort geblieben. Ist dort geblieben. Gott vergiss nicht, was diese Weil das auch nur ein Nebenbau ist von der Kirche und selbst. Ah, ey, hallo, Frey. Vielleicht mit dem Gras? Hab's unter Kontrolle. Gut. Ich höre nämlich, dass diese Dixie Bouzin immer öfter unsere Lieferungen stören. Sie können's versuchen, solange sie wollen. Das ändert nichts. Bist du unter die Künstler gegangen? Meine Frau hat kleine Zeichnungen auf alles gekritzelt, was ihr in die Finger kam. Oft hat sie nicht einmal gemerkt, was sie da tat. Und trotzdem, jeder Strich war Perfektion. Ist sie noch in Haiti? Ja. Sie ist dort begraben. Schätze, wir haben alle einiges verloren. Unsere Schicksale, Frey, lassen sich nicht vergleichen. Ich mache einen Neuanfang, bieg unsere Sache wieder gerade. Und du glaubst, das geht, indem du den Tod unserer Angehörigen vergleichst? Papa Doc ließ meine Frau foltern, um mich zu finden. Meine Kinder hat er von den Tonton Makut totschlagen lassen, um Kugeln zu sparen. Meine Frau sind von den Elektroschocks die Augen geplatzt. Meinem kleinen Jungen haben sie das Gesicht angeschlagen. Und meinem kleinen Mädchen hat den Kopf abgehauen. Sie hat nichts getan. Du und ich, Frey, wir haben nichts gemeinsam. Marcano ist ein schlechter Mensch. Gar keine Frage. Aber nur weil ein schlechter Mensch tötet, heißt das ja nicht, dass seine Opfer unschuldig sind. Bei Leuten wie uns gibt's keine Unschuld. Zumindest nicht lange. Fuck. Ich weiß nicht mal mehr, wie sich das anfühlt. Ich schon. Früher mal. Aber je mehr Blut ich an meine Hände bekomme, desto schneller verblasst dieses Bild. Aber das ist jetzt unwichtig. Im Moment zählt nur, dass wir unser Gras von der Dixie-Mafia zurückholen. Auf diesem Dock liegt eine große Lieferung Marihuana. Hol sie und bring sie her. Es ist nicht viel wert, aber wir können alles verkaufen, was du anbringst. Das ist doch jetzt mal nett, dass er so ein bisschen seine eigene Geschichte erzählt und ein bisschen mehr über den Charakter dort erfährt. Weil, naja, ich sag mal, Charakter ist fast schon ein bisschen übertrieben. Nee, das passt schon. Aber was gar nicht passt, was überhaupt nicht geht, ist der Lautstärkeunterschied zwischen den einzelnen Textpassagen. Möchte mal wissen, was sie da wieder verzapft haben. Dass man auf der einen Seite fast nicht verstehen kann von der Lautstärke her, was der Typ erzählt, was Emanuel erzählt. Und auf der anderen Seite sind zwei, drei Passagen drin, da brüllt er regelrecht ins Mikrofon, dass einem die Ohren wackeln. Das, naja. Also das sind wirklich Sachen, wo ich sage, das können Entwickler wirklich besser. Aber manchmal brauche ich einfach mal. Nimm deine verdammten Finger von mir! Von dir schon, aber nicht von deiner Karre. Hallo! Schicken wir ein paar Polizisten hier rüber! Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Ah.
Gestern verabschiedete das britische Unterhaus ein Bürgerrechtsgesetz, das Farbige und Asiaten in Großbritannien vor Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche schützen soll. Ich schneide mir ein Stück schwarzes Fleisch ab. Grundgütiger Sinn. Wieder wach? Mochi, weg hier! An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Oh. Wieder so ein paar Geier erledigt. Hast du noch ein bisschen Geld verloren? Scheinbar nicht. Aber dafür schaue ich mal, dass ich hier. Na, wieder da? Dass ich mir hier die Sicherung holen. Genau, oh, da ist er. Der will ich doch gar nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da hinten mein Auto stehen gelassen. Genau, das schaut ordentlich aus. Wobei, probiere ich mal was. Ah, da schau her. Doppelt so viel Kickback und ich bin auch noch ganz in der Nähe. Na also. Na, das nehme ich doch erstmal noch mit. Pass auf! Pass doch auf, wo du hin willst. Jeder einzelne Penny. Herrlich, oder? Das ist wirklich anständig. Damit habe ich jetzt $1000 wieder in der Tasche. Und die werde ich jetzt erstmal noch zum Tresor bringen. Ist manchmal eine Kunst und wie es die Autos da dann rumhaut, ist auch manchmal nicht von schlechten Eltern. Volltreffer.
Gut. Damit haben wir das geschafft. Ich denke, wir machen mal erstmal eine Pause. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, beziehungsweise noch einen schönen Nachmittag und Abend. Und ich plane eigentlich den nächsten Zwischenstopp hier unten beim Bayo zu machen, um diesen nächsten Grasdeal abzuholen. Ja, und dann werden wir Schritt für Schritt unseren Kickback erhöhen, bis es nicht mehr weitergeht. Irgendwann kommt dann eine Grenze, wo dann ein Hinweis kommt. Erst mehr Geschäfte einsammeln, dann kannst du Kickback weiter erhöhen. Das zeige ich euch dann in der nächsten Runde irgendwann, wenn es soweit ist. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.